Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Ja, ich musste kurz eben das Spiel ein bisschen leiser machen, denn ich bin mir nicht sicher, ob es doch ein bisschen zu laut ist. Und wenn es jetzt ein bisschen zu leise ist, egal, macht jetzt nichts. Wir machen heute in For Pinter weiter mit der Quest mit dem Ponys. Und ja, dafür müssen wir hier in For Pinter zum Frachtkahn und mit Penny reden. Hallo, hast du einen Moment? Ja? Super duper. Meine Schwester Polly und ich haben einige Hindernisse und Dekosachen bei James für unsere Ponystrecke bestellt. Cool, oder? Ich weiß, Ponys sind so cool. Es gibt ja noch keine Wettbewerbe für Pony. Für Ponys. Deswegen wollten wir Silverglades ersten und exklusiven Ponylauf erstellen. Darum geht es jetzt allerdings nicht. Wir haben die Bestellung bei James schon vor ein paar Wochen aufgegeben. Und ich habe auch gesehen, dass er bereits seit einer Woche ein großes Paket bei sich stehen hat. Das Problem ist, dass er mir immer davonläuft. Er vermeidet mich die ganze Zeit. Ich verstehe nicht warum. Er war noch sehr nett zu uns, als wir ihn für unsere Bestellung bezahlt haben. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Du machst es? Super duper. Sag uns Bescheid. Sag uns dann Bescheid, was passiert ist. Ja, wenn man James bezahlt, dann ist er immer nett und freundlich. Das ist normal bei ihm. Aber ja, wir gucken mal, was wir da machen können. Und vielleicht, wenn diese Quest nicht allzu lang dauert, gehen wir dann auch ins Shopping Center. Und ich nehme gerade so viel hintereinander auf. So, James. Oh, ja, das hier meinte ich. Hallo Tia, bist du hier, um an meinen Rennen für richtige Pferde teilzunehmen? Nein, du fragst dich, wo die Hindernisse sind, die Penny und Polly bestellt haben? Naja, ich hab sie, aber ich kann sie ihnen nicht geben. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Hä? Und Pony. Okay, ja. Du hast wohl recht. Ein Deal ist ein Deal, aber ich werde viel Geld durch diesen Ponylauf verlieren. Weißt du was? Wenn du mir mit einer Kleinigkeit hilfst, dann bringe ich die Sache mit der Lieferung in Ordnung. Gut, reite runter zu den Ponys und fotografiere sie auf der Plattform. Ich werde die Fotos ausdrucken und an die Touristen als Postkarte verkaufen. Klasse, oder? Dann kann ich ja doch etwas Geld an den kleinen Geschöpfen verdienen. Komm zurück, wenn du fertig bist. Du geldgeiler Sack. Alter. Wie können Ponys dein Geschäft ruinieren? Ah, ich mag James nicht. Ich habe ihn nie... Aber egal. Hoppala. Ah, Foto Nummer 1. Oh, süß. Wenn einer von diesen Ponys vielleicht mal herschauen würde, könnte ich sogar ein gutes Bild für den Thumbnail machen. Ja, der wohl nicht. Ah, der ist. Okay, werde ich machen. So, und jetzt ab zurück zu James. Ich könnte sogar diese Sachen jetzt verkaufen, da wir die Brücke schon fertig haben. Aber egal. Ach, dran. Da war eine Flasche. Egal. Es wird eben da eine Ewigkeit dauern, bis wir hier zu Big Bonnie gehen können. Dann schauen wir mal. Keine weiteren Hindernisse aufnehmen. Also, während du die Ponys fotografierst hast,
habe ich mich um die Lieferung von Penny und Polly gekümmert. Die Ware kann nun ausgeliefert werden und als Wiedergutmachung werde ich das Paket höchstpersönlich zu Ihnen fahren. Was ist komisch? Dass ich das gratis mache? Hier ganz tief in meiner Brust, da wohnt ein riesiges Herz aus Gold. Herz aus Gold. Wenn das stimmt, dann kann ich es vielleicht mit einem billigen Schrittmacher ersetzen. Was? Ein Goldherz muss ja ein Vermögen wert sein. Verzeiht ihr. Ich träume mal wieder, reite zu Penny und zurück und erzähl ihr, dass die Lieferin auf dem Weg ist. So, jetzt so Penny. Und mein Pferdchen ist ein bisschen besser gelaunt. Aber auch ein bisschen. Wie war's, Tia? James hat unsere Bestellung losgeschickt. Super duper, du bist toll. Ja, jetzt wird es Zeit, die Strecke aufzubauen. Triff Polly und mich bei der Ponykoppel. Wir brauchen deine Hilfe. Die Ponykoppel liegt hinter Jarls Gruft und vor dem Silversongfluss. Ich muss hier noch ein wenig Kram erledigen. Dann komme ich. Okay. Dann let's go. So, da sind wir. Hallo Tia, ich wurde von einem Fischerboot mitgenommen, deswegen ging es schneller, als ich dachte. So glückliche. Also, jetzt fängt die lustige Arbeit an. Wir müssen die Hindernisse aufbauen, alle Schilder aufstellen und aufräumen und putzen. Es gibt einiges zu tun, aber wenn wir alle mitmachen, geht es ganz schnell. Tia, kannst du die Hindernisse aufstellen? Sie sind so schwer, deswegen wäre es toll, wenn du sie mit deinem Pferd transportieren könntest. Machst du das? Danke! Komm danach zu uns, sodass du die Strecke testen kannst. Dann, Face. Ich habe kein Pony. So, noch eins. Puff. Zwei. Drei. Und. Ah! Scheiße. Hier. Super. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und. Nein. Oh. Perfekt. Das wird super duper. Jetzt können wir die Strecke ausprobieren. Sprich mit Polly. Das ist super duper spannend. Ja, ich kann das leider nicht reiten. Okay, Tia, bist du bereit, den Ponylauf zu testen? Wir sind schon so gespannt. Ich hoffe, es macht Spaß. Wir haben immerhin mehrere Monate geplant. Du musst auf einen Pony reiten, aber das versteht sich wohl von selbst. Ich weiß nicht, ob du bereits gelernt hast, mit einem Pferd zu springen. Das ist jedoch für einen Ponylauf auch nicht nötig. Es ist einfacher, wenn du springen kannst, aber wie gesagt, nicht nötig. Viel Glück! Und ja, ich kann das jetzt nicht machen. Aber ihr Lieben, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin mega stolz auf mich selber, dass ich es so fließend gelesen habe. Also ich denke, ich habe das ziemlich gut gelesen heute. Aber ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert mich auch auf Instagram und TikTok. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss!